Standort Steiermark. Aktuelle und zukunftsorientierte Entwicklungen 2018 plus. So der Titel des gemeinsamen Diskurses, zu dem Landeshauptmann-Stellvertreter Magister Michael Schickhofer und Landesrätin Magister Barbara Aibinger-Miedl mit dem Regionalmanagement Liezen auf Schloss Trautenfels luden. Stimmungsvoll musikalisch einbegleitet versammelten sich Vertreterinnen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung im schönen Ambiente des Schlosshofes. Der Schwerpunkt des Abends lag in den Bereichen Standortentwicklung, internationale Vernetzung der Steiermark, Tourismus, Bildung sowie final Forschung und Entwicklung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf euch im Namen des Regionalmanagements Liezen ganz herzlich zu unserer Regionalveranstaltung begrüßen. Ich freue mich, dass wir heute in Trautenfels zu Gast sein dürfen. Nationalratsabgeordneter Mario Lindner begrüßte als Regierungsvorsitzender die Gäste des vollbesetzten Veranstaltungssaales im Schloss Trautenfels. Präsentation und Moderation des Abends oblagen in bewährter Art und Weise ORF-Moderator Oliver Zeisberger. Die Fragen zum folgenden Diskurs auf die einzelnen Bereiche konnten vom Publikum via SMS gestellt und umgehend von den Verantwortungsträgern beantwortet werden. Viele brisante Fragen konnten so von höchster Ebene direkt und profund beantwortet werden. Es war heute ein sehr lebhafter Abend. Es war ein Abend, wo ganz viele verschiedene Themenbereiche angeschnitten worden sind. Und da bin ich auch froh drüber. Denn für uns ist es sehr wichtig, dass wir von so einem Abend auch sehr vieles mitnehmen, dass wir hören, wo die Anliegen sind und damit wir auch seitens des Landes entsprechend unsere Schlüsse daraus ziehen können. Also es war wie immer im Ennstal ein lebhafter Abend. Informationen und ein faktenreicher Diskurs bestimmten den konstruktiven Abend in Schloss Trautenfels. Naja, das Schöne dabei ist, in früherer Zeit war es oft auf der einen Seite das Land und auf der anderen Seite die Region. Und jetzt haben wir ein Wir-Gefühl, wir gestalten gemeinsam die Zukunft von Liezen und das ist gut so. Regionsvorsitzender Nationalrat Mario Lindner freute sich über die überaus rege Beteiligung aus allen Verantwortungsbereichen. Starke Partner, die gemeinsam mit dem RML unseren Bezirk weiter formen und stärken. Genau so ist es. Also das ist ja die primäre Aufgabe des Regionalmanagements geworden, dass sie wirklich die Gemeinden, die Sozialpartner, die unterschiedlichsten Vertreterinnen und Vertreter der politischen Parteien in welchem Gremium dann auch immer, dass man Raum schafft quasi, wo die ja diskutieren können, wo die Entscheidungen treffen können und wo ich und dass die dann auch umsetzen können, weil es gibt ja mittlerweile seit 01.01.2018 ist es jetzt so weit, dass wir selber Geld in die Region gekriegt haben. Und über dieses Geld, was wir da machen, entscheidet die Region. Und da kann man das schon sagen und das gefällt mir ganz gut, dass da das Regionalmanagement der Brückenbau ist. Im Bewusstsein der Herausforderungen auf eine konstruktive Zukunft zu setzen, sei augenblicklich wichtig, so Bürgermeister Armin Forstner. Der grundsätzliche Weg ist einfach ein guter, weil ich sage, es regt ein wenig zum Nachdenken an. Es regt die Region an, es regt die Gemeinden ein wenig an. Wo kann ich was, wie kann ich ein Geld lukrieren? Und das ist jetzt möglich über das Regionalmanagement. Es gibt natürlich Vorschriften und gewisse Sachen, was man einhalten muss, aber die Ideen sind eigentlich gefragt aus den Gemeinden. Aktuelle und zukunftsorientierte Entwicklungen 2018 plus. Ein zukunftsweisender Titel, den Verantwortungsträger und Regionalmanagement zum Programm machen. Für die Menschen, die Region und eine nachhaltige Entwicklung im Bezirk Liezen.